In dem Moment gehst du da auch raus und wirst von anderen viel selbstbewusster wahrgenommen, viel schöner wahrgenommen. Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Es geht heute darum, wie dich andere wahrnehmen. Das soll natürlich nicht das Einzige sein, wovon unser Selbstvertrauen und unser Selbstbewusstsein abhängt und die Bewertung unseres Styles. Nichtsdestotrotz finde ich es aber ganz spannend, seine eigene Garderobe mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Denn es kann auch wahnsinnig hilfreich sein, wenn man weiß, wie wirkt Kleidung an mir, wie kann ich auch den ersten Eindruck beeinflussen. Und deswegen zeige ich dir heute, wie du für dich so eine kleine Schrankanalyse machen kannst. Ich finde, Mode erzählt immer eine Geschichte. Und wenn ich sage, die Leute greifen intuitiv zu Sachen, die sie mögen, dann rede ich natürlich von den Stoffen, die sie gerne tragen, die sie angenehm finden. Sie haben einen bestimmten Style, den sie cool finden, den sie an sich ausprobieren, den sie tragen, den sie praktisch finden. Und was wir jetzt zusammen machen wollen ist, wir stellen uns jetzt alle zusammen vor unsere Schränke und wir versuchen uns Folgendes vorzustellen. Das ist jetzt quasi nicht dein Schrank, sondern du bist zum Beispiel jetzt ein Stilberater und du gehst in die Wohnung deiner Kundin oder deines Kunden, je nachdem, und gehst hier schräbig mit demjenigen oder derjenigen zum Kleiderschrank und öffnest den jetzt. Und das ist jetzt dein Kleiderschrank, aber was sind so die ersten Sachen, die dir durch den Kopf gehen? Also versuch wirklich mal rauszugehen aus dieser ganzen Nummer, warum hast du das mal gekauft, warum, wieso, weshalb, sondern einfach nur, was könnte jemand, der nicht weiß, wie du von der Person her bist, was könnte derjenige denken? Und das vielleicht einfach mal runter zu notieren. Ich werde dir in den nächsten Minuten einfach so ein paar Inspirationen geben, anhand dessen du deinen Kleiderschrank so ein bisschen einsortieren kannst. Das allererste ist so ein grober Überblick über die Kategorien von Kleidung, die es so in deinem Schrank gibt. Das ist ganz ähnlich zu dieser 5-Minuten-Übung, die ich im Kleiderschrankprojekt mit dem Buch von Anushka Rees gemacht habe. Das Video ist eins mit der ältesten, glaube ich, auf meinem Kanal. Also wenn du das noch nicht kennst, kein Problem, ich verlinke es dir unten. Da ging es darum, quasi so ein bisschen die Prozentteile aufzuteilen, was du für unterschiedliche Anlässe einfach so hast, wie viel Prozent ungefähr deines Lebens die einnehmen und dann die Verteilung in deinem Schrank dagegen zu setzen. Wir machen quasi so eine Art Profiling. Wie bei der Polizei, wenn die so Zeugenfotos quasi, Zeugenbilder zeichnen, ja? Genau das machen wir jetzt mit deinem Kleiderschrank. Und du schaust einfach mal, wie viel Prozent welcher Kleidung hast du so im Schrank. Natürlich spielt auch der Ort im Kleiderschrank eine wichtige Rolle. Alles was, das wisst ihr ja schon von meinen Aufräumvideos, alles was so auf Brusthöhe ist, wo man oft ran muss, da tun die Leute meistens sowieso die Sachen hin, die sie am häufigsten verwenden. Dann schauen wir uns die Farben und die Muster an. Und natürlich gibt es so eine kleine Einschränkung bei Farben und Mustern, weil natürlich steht auch nicht jedem alles. Nur von Farbe und Muster könnt ihr natürlich nicht auf die Persönlichkeit von jemandem schätzen. Aber ich sage euch, wie es ist. Jemand, der eine extrovertierte Persönlichkeit hat oder introvertiert ist, aber kreativ ist, nicht so Mainstream sein will. Ihr werdet das im Kleiderschrank feststellen. Jemand, der sehr viele Blumenmuster hat, Herzchen, was auch immer, mag vielleicht eher ein romantischerer Typ sein. Und das Ding ist halt auch, wie wirkt er dadurch einfach auf andere? Während Rot meistens von anderen, egal ob ihr es seid oder nicht, Rot wird oft im ersten Zug direkt wahrgenommen, weil es eine Warnfarbe ist. Ihr wirkt damit einfach da. Ihr seid selbstbewusst, ihr wirkt extrovertiert. Gelb strahlt eben mehr so eine Freude und einen Optimismus aus. Und ich finde das immer einfach noch die schönste Farbe für meinen Kanal, für die Message von meinem Kanal. Orange dasselbe, sehr nah an Gelb dran, lebensfroh, kontaktfreudig. Wenn wir dann in die kälteren Farben reingehen, mit Blau zum Beispiel. Über Blau haben wir ja auch schon bei den Politikerinnen geredet. Blau steht immer dafür, dass man weiß, was man will, dass man ein ruhiger, sehr bedachter Typ ist. Und ich habe euch hier einfach nochmal ein paar mehr Farben eingeblendet. Es kommt natürlich auf den Ton an. Schreibt mir da gerne auch eure Ergebnisse bis jetzt schon mal in die Kommentare. Wo ihr weitermachen könnt, ist natürlich der Schnitt und die Materialien. Es ist immer abhängig von demjenigen, der gerade drauf schaut. Ihr selber bewertet euren Schrankinhalt natürlich anders, als wenn ich jetzt zum Beispiel komme und mir den angucke oder wenn euch jemand anderes auf der Straße sieht. Es kommt immer auf das Mindset desjenigen an. Deswegen ist es natürlich schwer, diese Aufgabe, die ich euch heute gestellt habe, aber nichtsdestotrotz finde ich es super, super spannend. Egal, was der Eindruck eures Kleiderschranks vielleicht sein mag, es kommt natürlich immer auf die Kombination drauf an, aber
Es kommt auch immer auf den Träger an. Euer Auftreten, euer Gang, eure Persönlichkeit strahlen viel, viel mehr als jedes Kleidungsstück. Und wenn ihr euch wohl in was fühlt, dann strahlt ihr das auch nach außen aus. Und deswegen ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Deswegen habe ich hier auch mal mein Poster hingehangen, was vom Zitat her einfach super, super, super gut passt. Ich weiß nicht, ob ihr das gut lesen könnt. Ich packe euch mal so ein Stück hoch. So vielleicht. Beauty begins in the moment you decide to be yourself. Coco Chanel. Und ich packe euch wieder runter. Das Zitat sagt nichts anderes als, in dem Moment, wo du wirklich du bist, wo du weißt, wer du bist, wer du sein möchtest, mit dir zufrieden fühlst, mit deinem Outfit zumindest im Einklang bist. Du musst ja nicht 100% zufrieden sein mit deinem Körper, du kannst ja trotzdem noch Ziele haben. Nichtsdestotrotz musst du zufrieden sein mit dem Status quo, was dein Körper für dich leistet jeden Tag. Und deine Outfits müssen irgendwie deine Persönlichkeit widerspiegeln. Und in dem Moment gehst du da auch raus und wirst von anderen viel selbstbewusster wahrgenommen, viel schöner wahrgenommen. Also denkt da immer dran, wenn ihr an eurer Garderobe arbeitet, an eurem Kleiderschrank arbeitet, an eurem Style arbeitet. Und ich hoffe, das macht ihr weiterhin mit mir, denn genau dafür ist der Kanal ja da. Alle Videos zu diesem ganzen Thema Makeover, Styling etc. und die ich auch im Video genannt habe, verlinke ich euch nochmal unten. Dann könnt ihr weiterschauen, weiter ausprobieren und ich freue mich auf euer Feedback in den Kommentaren und wir sehen uns ansonsten in 2 Wochen zum nächsten Video. Macht's gut! Ciao!